Kennst du das Gefühl, wenn du morgens zur Arbeit fährst und dich manchmal fragst, macht mir diese Arbeit überhaupt Spaß? Was ist eigentlich der Sinn, sein ganzes Leben lang zu arbeiten? Oder soll ich vielleicht etwas in meinem Leben ändern? Ja, diese Fragen habe ich mir auch oft gestellt. Und dann kam ich zu dem Punkt, nein, ich möchte nicht bis zur Rente Vollzeitangestellter sein und circa 10 Stunden am Tag mit etwas verbringen, das mir nicht unbedingt Spaß macht. Und ja, ich möchte etwas in meinem Leben ändern. Genau dieser Gedanke hat mir am Anfang des Jahres einen echten Push gegeben. Ich möchte mein Leben so gestalten, dass mein Geld für mich und meine Familie arbeitet. Nicht umgekehrt. Mein Ziel war damit klar. 1 Million Euro Vermögen in spätestens 12 Jahren, das mir passives Einkommen generiert und somit mein Leben finanziert. Hallo meine Freunde und willkommen auf dem Kanal Homeoffice Millionär. An dieser Stelle möchte ich dich bitten, meinen Hobbykanal mit einem Like und Abo zu unterstützen, denn hier geht es um Vermögensaufbau als Angestellter. Ich würde diesen YouTube-Kanal eher als Selbstexperiment bezeichnen, denn der Weg zu 1 Million Euro als Angestellter ist sehr lang und wird viel Disziplin und Geduld erfordern. Daher freue ich mich auf jeden von euch, der diesen Weg mitverfolgt. Es ist wieder viel passiert und im heutigen Depot-Update zeige ich dir, in welche Aktien ich investiert und welche 2 Aktien ich verkauft habe. Fangen wir mit den Verkäufen an. Ende August habe ich meine Gaming-Aktie Take-Two Interactive bei ca. 0 Gewinn verkauft und damit etwa 2400 Euro freigesetzt. Warum habe ich diese Aktie verkauft? Grundsätzlich bin ich ein Fan des Gaming-Unternehmens und allein das PS5-Spiel Red Dead Redemption 2 habe ich 2-mal durchgespielt. Aber es gibt ein großes Aber. Als ich die Aktie gekauft habe, saß das Unternehmen auf einem Haufen Cash. Das ist hier die blaue Säule. Dann hat Take-Two eine sehr teure und unglückliche Übernahme getätigt und siehe da, jetzt sitzt es auf einem Berg Schulden und 2025 wird es nicht viel besser aussehen. Dadurch hat sich der Aktienkurs kaum bewegt. Da ich das Geld für eine bessere Verwendung hatte, habe ich die Aktie bei plus minus null verkauft und einen Teil davon direkt in Rio Tinto Aktien reinvestiert. Dazu kommen wir später. Der zweite Verkauf war der von PayPal Aktien Ende September. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, in dem du die Gründe und mehr Details erfahren kannst. Jetzt kommen wir zum Punkt Shopping. Was habe ich alles in den letzten Monaten bzw. seit dem letzten Depot-Update-Video gekauft? Fangen wir mit den kleinsten Positionen an. Auf Platz 6 eine Samsung-Aktie zum Preis von 828 Euro. Ich habe nie in südkoreanische Aktien investiert und langfristig will ich das auch nicht tun, aber der Preis und die Bewertung von Samsung waren zu verlockend. Ich habe die Schwäche genutzt, um etwas Taschengeld zu machen. Das heißt, wenn die Aktie wieder den Kurs von 1000 Euro erreicht, werde ich Kasse machen. Nächste Investition, höchst riskant, also bitte nicht nachmachen, eine Small Cap Gaming Aktie aus Polen, bei der ich bereits investiert war und die nach einer schlechten Meldung um mehr als 50% abgestürzt ist. Es handelt sich um ein sehr qualitatives Gaming-Unternehmen, das nur wenige, aber ziemlich coole Spiele herausbringt und seit Jahren auf großen Cash-Reserven sitzt. Hier geht es nicht um ein Insolvenzrisiko, sondern darum, dass das veröffentlichte Spiel zu hohe Erwartungen nicht erfüllt hat. Da ich weiterhin überzeugt bin, habe ich für 1000 Euro nachgekauft, um schneller auf Null zu kommen. Jetzt sitze ich mit ca. 40% im Minus. Schöne Grüße an Kolja. Die Lehre daraus, am besten in US-Aktien investieren und nicht in kleinere polnische Startups. Auf Platz 4 der Bergbauriese und schöner Dividendenzahler Rio Tinto. Hier habe ich einen Teil des Verkaufs von Take-Two Aktien reinvestiert, 26 Aktien beim Kurs von ca. 57 Euro für insgesamt ca. 1500 Euro. Meine gesamte Position beläuft sich auf ca. 2100 Euro und soll mir 6-7% Dividenden bringen. Du hast sicher gemerkt, dass die Tech-Aktien in letzter Zeit nachgelassen haben. Das habe ich genutzt, um meine Alphabet-Position aufzustocken. Am 6.9. habe ich 11 Aktien beim Kurs von 137 Euro gekauft, insgesamt ca. 1.500 Euro. Über Alphabet muss man nicht viel sagen. Wenn du hier zu guten Preisen einsteigst, kannst du langfristig fast nichts falsch machen. Ich bin Ende 2022 bei Alphabet eingestiegen und habe die Aktie erst jetzt nachgekauft. Somit habe ich meine Position
auf über 7000 Euro aufgestockt und bin aktuell mit über 40% im Plus. Läuft auf Platz 2 der Lebensmittelgigant Nestle. 39 Aktien zum Durchschnittspreis von 90 Euro, insgesamt 3500 Euro. Hier habe ich ebenfalls die Schwäche genutzt und dazu ein extra Video mit einem kleinen Plan gemacht. Mehr Details findest du, wenn du oben rechts auf den Link klickst. Und auf Platz 1 die US-Aktie im Bereich Gesundheitswesen, CVS Health. Hier habe ich das komplette Geld von PayPal-Verkauf reinvestiert und sogar noch einige Aktien extra gekauft. Insgesamt 37 Aktien beim Durchschnittskurs von 51,8 Euro, ca. 5000 Euro investiert. Die langweiligen Dinosaurier-Aktien habe ich gründlich analysiert und finde sie aktuell ziemlich unterbewertet. Und sie wird mir jährlich ca. 250 Euro Dividenden bringen. Wenn man es mal ganz blöd sagt, mit dieser Dividende kann ich mir jetzt jährlich einen Tag frei nehmen. Klingt nicht viel, aber stell dir vor, dein Depot generiert dir 10 solche Tage. Das wären 10 Tage Urlaub im Jahr. Und das ist schon sehr gut. Lass uns mal kurz die Performance von Einzelaktien seit Jahresbeginn anschauen. Ganz oben steht immer noch Nvidia, die allein in diesem Jahr um mehr als 180% gewachsen ist und mehr als 7000 Euro Rendite generiert hat. Ach Mann, warum habe ich damals nur für 1000 Euro investiert und nicht wie ursprünglich wollte für 3000 Euro? Für dich als wichtige Lehre, wenn du eine Aktie gut analysiert hast und fest an sie glaubst, dann zögere nicht, wenn der Kurs stark gefallen ist. Genau in solchen Momenten, wenn alle in Panik sind, musst du aktiv investieren und deine Position günstig aufstocken. Das gleiche galt für Meta Ende 22. Da gab es große Angst wegen Metaverse und dem angeblichen Ende von Facebook, aber wer mutig war, wurde bis heute mehr als belohnt. Wie du hier siehst, bin ich damals mit 3100 Euro eingestiegen und jetzt ist die Position fast 13.000 Euro wert. Allein in diesem Jahr gab es ein Plus von über 60%. Das kleine Auto 1 Position überspringe ich einfach. Auf Platz 4 ist eine Überraschung für mich, Air Products and Chemicals, das ich erst im Februar dieses Jahres gekauft habe und das jetzt mit über 45% im Plus steht. Diesen Kauf habe ich bereits in einem meiner Depot-Update-Videos besprochen und das siehst du wieder, buy the dip funktioniert ganz gut. CD Projekt und Alibaba sind dieses Jahr um ca. 40% gestiegen, aber beide sind insgesamt trotzdem stark im Minus. Das sind gute Beispiele für meine Checkliste. Beide Aktien sind keine US-Aktien und wurden zu Hype-Zeiten gekauft. CD Projekt wurde durch das Spiel Cyberpunk überbewertet und Alibaba dank des Online-Booms zur Corona-Zeit. Also versuche meine Fehler zu vermeiden. Der MSCI World Tech ETF ist logischerweise auch stark gestiegen und zwar um mehr als 30%. Hier kannst du noch meine damaligen Sparpläne sehen. Ich habe dann aufgehört, ihn zu besparen und stattdessen versucht, mehr in Einzelaktien zu investieren. Ob das eine gute Entscheidung war, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Amazon, der iShares S&P 500 ETF, Apple, McDonald's, British American Tobacco, Realty Income und der MSCI World haben auch mit über 20% im Plus gut performt. Auch Alphabet, Microsoft, Starbucks, Prologis, der Xtrackers Dividenden ETF und Visa liefen sehr gut. Die mittleren Werte überspringe ich einfach und komme direkt zu den Best of the Best im roten Bereich. Diese kleine Position lasse ich aus und fange direkt mit Warta AG an, die wahrscheinlich ein Totalverlust wird. Aktuell minus 85% noch. Die Gaming-Aktie Stillfront Group steht in diesem Jahr mit minus 50% auch schlecht da. Ein weiteres gutes Beispiel für dich. Kaufe nie stark gestiegene und gehypte Aktien, besonders wenn du sie nicht analysiert hast. Polnische 11bit Studios ist aktuell mit 40% im Minus. Noch Mitte des Jahres war sie gut 40% im Plus und da hatte ich mir überlegt, sie zu verkaufen und in US-Dividendenaktien zu investieren. Aber naja, hier habe ich definitiv die falsche Entscheidung getroffen. HelloFresh ist um weitere 40% abgerutscht, ebenso wie Aixtron. Also ich bin echt von den deutschen Aktien enttäuscht, weil in der Zeit, in der US-Aktien kaum zu stoppen sind, der DAX und die meisten deutschen Aktien immer weiter nach unten gehen. Mal sehen, wie lange sich der Trend hält. Diese kleinen Positionen gehe ich nicht weiter ein, aber Nike mit 4100 investiert
investierten Euro kommt aber irgendwie nicht aus der Verlustzone heraus. Die Aktie ist aktuell mit ca. 17% im Minus und ich werde noch beobachten, ob sie weiterfällt. Vielleicht kaufe ich dann noch etwas nach. Und zum Schluss lass uns in die Kennzahlen springen, um zu schauen, wo ich gerade mit meinem Ziel des Millionendepots stehe. Am Anfang des Jahres habe ich den ersten großen Meilenstein auf meinem Weg erreicht. Mein Aktiendepot hat die 100.000 Euro Marke überschritten. Jetzt, knapp 10 Monate später, ist mein Depot über 180.000 Euro schwer. Das heißt ein Plus von 80.000 Euro. Es ist natürlich nicht alles reine Rendite, sondern es wurde ordentlich und regelmäßig von den Gehältern zur Seite gelegt und investiert. Mit den Gehältern meine ich mein Gehalt und von meiner Frau. Wir haben das gleiche Ziel und arbeiten daran als Team. Aber immerhin haben die Kursgewinne und Dividenden uns ein schönes Plus von über 28.000 Euro generiert. Vielleicht für dich als kleine Motivation, falls du noch relativ am Anfang bist. Vor 5 Jahren, als ich mit einem 100 Euro ETF-Sparplan angefangen habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ein Depot um mehr als 20.000 Euro innerhalb eines Jahres wachsen kann. Das ist die größte Macht der Börse, wenn du regelmäßig und langfristig investierst. Eine weitere Macht von Aktien ist die Dividende. Dieses Jahr könnte mein Aktiendepot bereits über 2.100 Euro Bruttodividenden generieren. Und laut MyDividends24 App erwarten mich im November und Dezember weitere Ausschüttungen von über 850 Euro. Wenn ich auf meine Dividenden für das nächste Jahr anschaue, dann soll mein Depot über 4.300 Euro brutto an passivem Einkommen bringen. Falls du noch nach einer App zum Tracken der Dividenden suchst, dann packe ich dir den Link zur App in die Videobeschreibung. Und last but not least, meine Cash-Position beläuft sich aktuell auf ca. 20.000 Euro und zusammen mit dem Depot kommt eine sehr schöne Zahl zustande. 200.000 Euro. Laut Performance-Diagramm ist das mein bisher bestes Börsenjahr mit einer Performance von über 22%. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, der S&P 500 hat fast die gleiche Performance gezeigt. Das heißt, wenn ich einfach in einen S&P 500 ETF investiert hätte, hätte ich die gleiche Rendite erzielt. Und zwar ohne Nachrichten zu lesen oder Aktien zu analysieren. Das klingt zuerst wie eine Zeitverschwendung. Wozu so viel Zeit in Einzelaktien stecken, wenn ein ETF-Sparplan das alles von alleine schafft? Klar, logisch. Aber mir persönlich macht es Spaß und ich möchte in diesem Bereich so viel wie möglich lernen. Daher sehe ich meine Zeit nicht als verschwendet an. Besonders wenn ich diesen Chart anschaue. Wenn man nur so einen konstanten Verlauf halten könnte, das wäre ein Traum. Das Ziel für das Jahr 2024 habe ich somit bereits erreicht. Bis Ende des Jahres sollte mein Aktiendepot zusammen mit der Cash-Position bei ca. 170.000 Euro liegen. Aktuell sind es schon wie gesagt ca. 200.000 Euro. Ich bin sehr gespannt, ob das so bleibt oder ob wir nach den US-Wahlen eine Börsenkorrektur erleben werden. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video zumindest ein bisschen motivieren, mit dem Investieren anzufangen oder aktiv weiterzumachen. Es ist ganz wichtig, dass man durch alle Hochs und Tiefs an der Börse und in der Welt dranbleibt. Wenn du deine Sparquote konstant hältst und zumindest in ein gutes ETF investierst, dann wirst du es nicht bereuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du meinen Weg zum Millionendepot als Angestellter verfolgen möchtest, dann vergiss nicht, den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Schreibe gerne in die Kommentare, was du von meinem Depot hältst und wie dein Börsenjahr bisher verläuft. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.